Ja. Glaube ich, irgend so ein. Wie heißt denn das? Gibt doch so ein Pokémon, das sieht so aus, wie als würde das so halb so eine Wolke sein. Nicht Swablu. So ein anderes. Das sieht eher aus wie so ein Djinn aus einer Wolke. Wie heißt denn das? Ein Djinn aus der Wolke. Ja, das sieht irgendwie so aus. Wisst ihr nicht, was ich meine? Ich glaube, das ist Elektro und Flug oder sowas. Oder verwechsel ich das gerade mit einem anderen Spiel? Pokémon looks like a cloud. Nee, nicht das da. Das hier. In Amoros. Cupidos. Ne, genau, Boreos. Boreos ist es. Genau, das Ding meinte ich. Boreos ist Flug. Dann hast du Voltolos, Elektroflug. Ist die Weiterentwicklung oder sind das zwei verschiedene? Wie funktioniert denn das? Was ist Demeteros? Demeteros? Ah, ja. Boden und Flug. Okay. Da gibt es so ein paar komische Djinns aus einer Wolke. Der Mondberg ist ein idealer Ort, um die Sterne zu beobachten. Wegen seiner Höhe und der guten Sichtbarkeit. Der Morgentau verursacht eine Menge Wolken an Montagen, aus irgendeinem Grund jedoch. Ist heute Montag? Heute ist Montag, deshalb sind die Wolken da oder was? Das Observatorium hat ein mächtiges Teleskop, welches uns erlaubt, weit entfernte Sterne zu sehen. Du kannst bei Nacht wiederkommen, wenn du möchtest, und dich mal umschauen. Oder es dir selbst anschauen. Heißt das, wir können das ja nur am Montag machen? Müssen wir jetzt mal daran und speichern. Und falls wir das verkacken, laden halt, wenn wir es zu oft verkacken. Wenn das wirklich nur an Montagen geht, ist ja ein super krasser Zufall, dass ich gerade an einem Montag hier bin. Ist das überhaupt noch? Oh, es geht jetzt schon gar nicht mehr. Geht schon gar nicht mehr. Fuck! Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Nur 6 Minuten her, der letzte Save. Dann laden wir den nochmal. Gut, dass ich direkt hier gespeichert hatte, ne? Ich habe genau den richtigen Zeitpunkt quasi irgendwie erwischt, um das zu machen. Könnte es denn lang gehen? Also wir müssen hier hoch, das ist logisch. Und dann? Ich weiß nicht, wie ich diesen schrägen Sprung machen soll. Oder von hier aus runter dann? Von hier aus nach unten? Irgendwie so. Oh! Oh! Okay, ich raff's.
Aber jetzt? Ha. Eins zu weit. Ja, so ein krasser Zufall, dass wir am richtigen Tag hier sind. Zur richtigen Zeit auch noch. Hä? Nee, das ist irgend so ein Hund irgendwie, hä? Der Harfe spielt. Was ist das? Skydrop. Was ist denn Skydrop? Skydrop. Der Nutzer schleudert den Gegner in den Himmel, dann fällt er in der nächsten Runde runter. Der Gegner kann nicht angreifen, während er in der Luft ist. Eigentlich ganz cool, oder? Aber ist auch stark. Niemand kann es, außer Discop. 60. Könnte es mir nur dann sinnvoll vorstellen, wenn der Gegner anfängt, irgendwas aufzuchargen. Oder wenn der Gegner allgemein so einer ist wie Slugging, der halt jede zweite Runde aussetzen muss. Und du lässt ihn halt immer in der Runde, wo er angreifen könnte, in der Luft sein. Da fände ich. Also, das ist eine sehr Wie heißt das Wort? Nee. Ich kann das Wort gerade nicht aussprechen. Situationelle Attacke. Ja, keine Ahnung. Also, nur in ein paar Situationen funktioniert die. Heißt das Wort? Kann das mal jemand aufschreiben? Was ist los, Alter? Situationsabhängig, ja. Was für ein Ding? Was kann ich damit machen? Was kann ich mit dem Ding machen? Nee, ich wollte einfach mitspielen, weißt du, Pokéflöte. Was ist das für ein Ding? Ein Pokémon, das auf einer Wolke sitzt und Harfe spielt. Was ist das? Allgemein ein Pokémon, was so ein bisschen hundeartig, Wolf oder Fuchs aussieht und mit einer Wolke. Müsste man es einfach allgemein in Verbindung mit Infinite Fusion googeln. Ja, guck mal. Da stand gerade irgendwas. Observatory. Mew. Oh, das will ich gar nicht wissen. Was ist. Ich will.
Ich will irgendwas mit Cloud. Ja, Mount Moon Observatory. By going through South Mount Moon Entrance. An einem Montagmorgen zwischen 6 und 11 Uhr werden Wolken erscheinen. Parcours-Test. To reach the Harpist, um den Harpien-Spieler zu bekommen, erreichen. Ach so, das ist eine andere Quest, die muss man erstmal starten und dann erstmal den einen Musiker finden, dann den nächsten Musiker finden, dann den nächsten. Ah, das für Meloetta tatsächlich sogar. Okay. Okay. Das ist Teil der Meloetta-Quest. Haben wir zufällig entdeckt. Ich wette, da kriegst du irgendwelche Rätsel vom Spiel, die dann ungefähr sagen, so zu welcher Uhrzeit du wo sein musst, an welchem Tag und sonst was, ne? Und wir haben das einfach zufällig entdeckt. Das ist schon krass. Können wir jetzt aber leider nicht abschließen. Wir haben die Quest noch nicht mal angefangen. Und da stand auch da, man braucht Surfer für einen Teil der Quest. Naja, den können wir ja leider noch gar nicht einsetzen. Erst noch Sabrina. Aber wir haben Moonblast. Das ist gut. Was steht als nächstes an? Wollen wir jetzt nochmal zurück in die Safari-Zone? Nochmal unser Glück mit dem Tempel versuchen? Mich würde schon interessieren, was für ein seltenes Pokémon da taust. Und ein paar der Wege sind wir jetzt schon abgelaufen. Noch kann ich mich halbwegs an die Wege erinnern, also würde das jetzt vielleicht durchklatschen wollen. Come back at night. Wollen wir uns das mal ganz kurz bei Nacht angucken? Nur mal so auf Interesse. Fuck ist das? Ah! Das ist ja unglaublich. Es sieht so aus, als hättest du eine neue Konstellation entdeckt. Ah ja, das ist die Mashok-Konstellation. Seine muskuläre Form stellt Stärke und Determination, wie würdest du Determination übersetzen? Willenskraft dar. Was uns dazu inspiriert? Achso, was alle, die die Konstellation angucken, dazu inspiriert, nach Großem zu greifen. Nach was Großes zu erzielen halt, ne? Hier ist eine Belohnung für das Finden deiner allerersten Konstellation. Das soll mir ja Konstellation suchen gehen, oder was? Glaub's hackt. Ah, was machst du hier? Was macht denn der Geist? Oh mein Gott, das ist jetzt wieder auch so eine quasi so eine kleine Sidequest oder was? Einfach Konstellationen suchen. Was war das gerade? Ich hatte Sternstuppe eingesammelt. Arktos! Ah, unglaublich! Es scheint so, als hättest du eine neue Konstellation entdeckt. Ah ja, das ist die Arktos-Konstellation. Glänzend in den weit entfernten Ecken des Nachthimmels oder sowas.
sagt man, dass diese Konstellation Anmut und Tranquility, was wie Ruhe, also Entspanntheit, irgendwie sowas darstellt. Hier ist eine Belohnung. Alter, was ist hier los, ey? Wir finden einfach mal Konstellationen. Könnte das werden? Vier Beine? Soll das ein Pferdemensch sein? Wie heißen die Dinger? Sagittarius? Irgendwas fehlt hier noch. Ein nicht Ponita, ein Galopper. Unglaublich, du hast wieder einen entdeckt. Ja, Galopper. Die steht für ein brillantes, feuriges Glänzen. Was? Nee, sie erleuchtet den Himmel mit einem brillanten, feurigen Glänzen. Glanz, Glänzen. Deutsche Sprache, schwere Sprache. was sagt Midori? Ich habe ein paar Pokémon für Yodo rausgesucht. Aras, Endivie, Sander, Noctu, Arbok, Shiggy. Müssen wir mal gucken, ob man aus dem irgendwie ein Pokémon bauen kann. Also was dann eine gute Kombination wäre. Und ob wir die auch alle finden, ne? Also ich schreibe mir mal auf für Midori. Also wenn wir zwei von denen finden oder haben und die eine gute Kombi ergeben, würde ich dann halt daraus was bauen, ne? Beziehungsweise wir können ja auch ein bisschen rumprobieren, gucken, wie das aussieht. Wie Paras plus Endivia aussieht oder Paras mit Noctu oder irgendwie sowas, ne? Gucken wir dann mal. Paras, Endivia, Sandan, Noctu, Arbok, Shiggy. Na, schauen wir mal. Also Endivia plus Shiggy könnte schon mal was Cooles sein. Pflanze plus Wasser. Ja. Fand ich schon immer cool bei, wie heißt der zum Beispiel, Kapaloris? Fand ich eigentlich immer ganz cool, das Vieh. Chillock! Großartig, noch eine Konstellation. Legenden besagen, dass die Leute, die unter einem Chillock geboren wurden, unter einem Sternzeichen des Chillocks, ne? Nee, unter dem Blick des achtsamen Chillocks geboren wurden, besitzen, ja, Resilience, Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit in ihrem Reisen durch das Leben. Gibt's noch mehr? Ist wieder Tag geworden, oder was? Jetzt ist auf einmal Tag geworden. PM, noch nicht dunkel genug, hä? Könnte man eine Stunde? Vielleicht noch eine Stunde. Reicht noch nicht ganz. Das sollte gehen, oder? Was gibt's denn noch? Hier ist was.
Das ist ein Bisa-Knosp. Was gibt's dafür? Oder was sagt sie dazu? Repräsentiert den Wachstum und die Harmonie in der Weite des Kosmos. Okay. Harmonie? Hier ist noch was. Was könnte das denn werden? Ein Garados? What the fuck? Ruhend unter dem sanften Glanz des Mondes besagt diese Konstellation, oder sagt man, dass diese Konstellation die Macht und Ambition symbolisiert. Ambition ist jetzt auch ein Fremdwort, aber wie würde man Ambition noch übersetzen können? Jemand, der ambitioniert ist, der hat vieles vor im Leben, der möchte viel erreichen. Wie nennt man sowas? Ambition ist theoretisch auch schon ein gutes Wort. Ich denke, es versteht jeder. Da war überhaupt noch was. Ja. Das ist das Glutexo oder sowas? Mew? Ja, sehr cool. Mew-Konstellation. Isoliert und doch enigmatisch. Ich weiß nicht, was enigmatisch bedeutet. Diese Konstellation, sagt man, hält die Geheimnisse des Kosmos. Was uns daran erinnert, das ist, was uns an die Wunder erinnert, die es noch zu erforschen gibt. Es ist ein enigmatisch, so etwas, was deine Aufmerksamkeit drauf zieht, oder? Etwas Aufmerksamkeitserregendes, etwas Imposantes. Nein, imposant vielleicht nicht, ich weiß nicht. Rätselhaftes Enigma? Rätselhaft könnte man vielleicht sagen. Ist hier überhaupt noch was? Ja, vielleicht. Das ist unser Glutex, so. Ich meine, es gibt Shillock, es gibt dieser Knosp. Muss da noch ein Glutexo kommen, oder? Ein Arcani! Okay. Seine feurige Präsenz im Nachthimmel, so sagt man, symbolisiert den Mut und die Loyalität. Und sie führt den Reisenden durch die Dunkelheit. Du hast jetzt jede Konstellation im Nachthimmel kartografiert. Das ist ja großartig. Du verdienst jetzt eine seltene Belohnung. Kometensplitter. Was macht denn der Kometensplitter? Stimmt für ein legendäres Pokémon, oder? Irgendwas für was Legendäres. Ein Splitter, der vom Himmel auf den Boden gefallen ist, als ein Komet herannahte. Ein Ach so. Kauf das für einen hohen Preis. Alter! Ich dachte, ich habe was Geiles bekommen. Ich habe bloß Kohle bekommen. Wir haben mittlerweile so viel Kohle in diesem Spiel. Na gut. Das haben wir jetzt also. Wir haben jetzt den Mondblast geholt. Wir haben jetzt ein paar Stellen Stärke benutzt. Ich könnte mir vorstellen, dass ein paar Stellen des Spiels noch diese Stärksteine rumliegen. Die gehen wir jetzt aber nicht absuchen. Wir warten, bis wir Surfer haben. Und wenn wir Surfer haben, gehen wir nochmal die ganze Map ab. Gucken wir nochmal jede Ecke an. Wo kann man rüberschwimmen? Wo kann man noch was aufmachen? Wo kann man noch was finden? Und da würde ich jetzt sagen, sind wir fertig mit Fuchsania, oder? Wir können jetzt eigentlich nach Saffronia City gehen. Oder wollten wir noch irgendwas da unten machen? Wollten wir noch irgendwas machen?
Ich glaube, wir gehen jetzt nach Sophronia City. Den Stein habe ich gemacht. Das war... Was war denn das? Das war irgendeine TM. Anders. Oder irgendein Item oder sowas, ich weiß gar nicht mehr. Irgend so ein merkwürdiges Item. Nicht mehr. Aber dann waren wir. Ja. Und dann gehen wir mal nach Sophronia. Also richtig hingehen. Ich will jetzt nicht einfach reinfliegen, weil ich bin einmal aus Versehen reingelaufen und dadurch habe ich jetzt automatisch den Flugpunkt dahin. ja. Ah, nee, ich weiß noch, was wir vergessen haben. Ich weiß, was wir vergessen haben. Den Flötenmann. Da ist doch immer dieser eine Perversling, der sagt, wenn wir ihm unseren Orden zeigen, ja, dann zeigt er uns seine Flöte. Zu dem einen Perversling müssen wir noch. Und wenn wir dann schon da sind, können wir auch gleich noch die Gegner am Strand von Fuxania City machen. Da waren wir noch gar nicht. Am Strand. Liste. Wo ist der Perversling? Zeig mir deine Flöte. Oh ja, ein Pokémon-Trainer. Wir haben uns schon einmal getroffen. Ich erinnere mich an dich. Und ich habe diese ganz besondere Flöte hier in meiner Hosentasche. Wenn du mir den Orden zeigst, dann packe ich sie aus für dich. Die gelbe Flöte. Damit kannst du Konfusion-Deck machen. Cool. Cool, cool, cool. Ja, das ist so ein Witz, der steht in jeder Stadt, wo es eine Arena gibt. Was ist los? Kann gerade nicht mehr laufen. What the fuck? Bin festgebackt. Der steht in jeder Stadt, wo es eine Arena gibt. Und wenn man den Arena-Orden hat, dann gibt er einem so eine Flöte, die irgendein Statusproblem heilen kann im Kampf. Da brauchst du dann halt keine Items mehr dafür. Praktisch. Warum kann man hier nicht langlaufen? Kann mir das mal jemand erklären? Was blockiert denn hier den Weg? Da ist nichts! Und hier sind gar keine Gegner. Kein einzelner. Kein einziger. Normalerweise stehen hier doch Gegner rum. Ein Kekleon, meinst du? Glaube ich nicht. Das ist ein bisschen traurig. Ich dachte, wir könnten hier noch irgendwas machen. Na gut, na gut. Kann ich jetzt eigentlich von allen Seiten nochmal diese Rockets bekämpfen oder sind die jetzt weg, weil ich den einen bekämpft habe? Ich bin ja einmal von Prismania City nach Sophronia rein. Und da stand da noch dieser Rocket, der uns immer blockiert hat und die 100.000 wollte. Ne, die sind weg. Den haben wir bekämpft und dadurch sind sie jetzt alle weg. Sophronia City. Hauptsitz von Team Rocket. Bin ja mal gespannt, was es hier so gibt. Beziehungsweise, ich glaube, wir haben noch einen Wondertrade-Ticket, ne? Komm, lass den gleich mal durchknallen. Wir uns hier umgucken. Was können wir weggeben? Den Saiyajin, das Dragosso, Glitterbett. Wir geben Horny weg. Wir geben Horny weg. Also, komm, gib mir was Cooles.
PewDiePie? Ich will keinen Schweden oder Finnländer oder wie auch immer der, wo auch immer der herkommt. PewDiePie? What the fuck ist das? Das ist dieser Pflanzenstarter mit, ich weiß nicht, womit kombiniert. What the fuck? Ach, Vonera! Vonera, Mitchellast. Ja, leck mich fett. Okay. Also wie gesagt, wir werden irgendwann nochmal, werden wir uns einen Tag raussuchen, wenn wir vielleicht schon so am Ende des Spiels sind oder sogar schon durch sind mit dem Spiel, dass wir dann halt Zugang haben zu den besten Level-Up-Locations. Training Areas, wie auch immer ihr sie nennen wollt. Und dann schnappen wir uns diese verrückten Wonder Trades, die wir alle bekommen haben. Und gehen die einfach mal alle entwickeln. Weil ich sehen will, wie die aussehen. So hätte man eigentlich auch spielen können. Man hätte sagen können, okay, man baut sich jetzt einfach irgendein Team für den Anfang. Und dann muss man das Team aus den Wonder Trades zusammenbauen. Das wäre auch interessant gewesen. Das war eine. Ja, ne? Beim ersten Ohren hast du nur einen bekommen. Beim zweiten, glaube ich, auch nur einen. Aber dann hast du, glaube ich, immer zwei pro Orden bekommen. Wir haben ja mittlerweile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also jetzt wäre das Team erst voll, beziehungsweise übervoll. Hier, der ist auch noch dabei. 8. Also beim. Bei welchen Orden wären wir dann schon fertig gewesen? Bei Erika, ne? Bei Erika hätten wir dann unsere sechsten, unser fünftes und sechstes Pokémon bekommen. Das wäre auch interessant gewesen für eine Challenge. Vielleicht machen wir das in Johto so? Nee, oder? Nee. Nee, ich will eigentlich, dass ihr eure Sachen baut. Dass ihr sagt, was ihr sehen wollt und wir bauen das zusammen. Und die Wonder Trades, die werden wir dann einfach mal an einem lustigen Tag alle entwickeln gehen. So, wo ist jetzt mein Team-Pokémon hin? Was fehlt denn hier? Shadow fehlt. Wo ist Shadow hin? Da. Oder? Nee, Quatsch. Ganz ja umgebaut. Ist ein Shadow jetzt gerade. Zoroark und Pixie, ne? Ich sehe es nicht. Wo ist Shadow? Fuck! Das hier? Nein. Zoroark und Pixie. Da! Dann würde ich sagen, gebt mir noch mal kurz 2-3 Minuten Pause. Kommen gleich wieder. Und dann schauen wir uns mal Zafronia City in Ruhe an. Ne? Bis gleich.